Ja, lieber Herr Lesacher, vielen herzlichen Dank für diese Einladung nach Wien. Ich denke, wenn Sie eine Reihe haben zum Thema Brennpunkt, dann muss man ganz nüchtern mit der Analyse beginnen, in der Kirche, in der katholischen Kirche brennt es. Es ist das Thema Missbrauch weltweit. Es gibt den Unterschied, ob das Phänomen des Missbrauchs schon aufgedeckt worden ist oder noch nicht aufgedeckt wird. Viele sagen, ich gehöre dazu. Die katholische Kirche hat ein Verfassungsproblem, das mit ihrer Struktur zusammenhängt. Das ist selbstverständlich nicht unumstritten, diese Analyse. Aber ich meine, es sei richtig und wichtig, sich mit ihr zu beschäftigen, denn nicht nur unter kirchlichen, sondern auch unter gesellschaftlichen Gesichtspunkten ist es wichtig, dass die Kirche als eine Sprecherin für Gerechtigkeit, für die Armen, auch für die Bewahrung der Schöpfung erhalten bleibt, dass sie sozusagen die Alternative zum politischen Tagesbetrieb mit ihrer Botschaft warm hält, die über den Tag hinaus geht. Und dazu muss sie sich aber mit ihren eigenen Problemen beschäftigen. Ich bin in diesem Prozess, wie Herr Lesacher gesagt hatte, engagiert. Ich mache auch aus meiner Positionalität kein Hehl, aber ich möchte doch die Einladung wahrnehmen, um jetzt nicht sozusagen hier auf Werbetour zu gehen, sondern um analytisch zu bleiben. Ich glaube, es ist gut, dass wir verstehen, was passiert, was nicht passiert, welche Beobachtungen wir entwickeln, welche Entwicklungen wir beobachten können, welche Beobachtungen wir zu Argumenten, dann zu Handlungen weiterführen können. Und da kann ich jetzt natürlich nur ein Angebot aus meiner Perspektive heraus machen. Ich erlaube mir, und danke, den Bildschirm zu teilen. Die Themen Weltsynode, Synodale Weg in Deutschland, Rolle der Theologie hat Herr Lesacher ja schon genannt. Und ich bitte um Nachsicht. Ich wiederhole mich auch nicht gern. Dies ist hier ein Wiener Original, das Sie selbstverständlich bekommen. Und deswegen habe ich auf die Frage, weil sie mich sehr gereizt hatte und weil sie mit der Einladung verbunden war, auch nochmal besonders Wert gelegt, welche Rolle spielt eigentlich die Theologie in diesen synodalen Prozessen. Der Blick richtet sich auf die römische Synode 2021 bis 2024. Ursprünglich stand da mal 2021 bis 2023, aber dann gab es eine Verlängerung, die hat Gründe, ich werde darauf zurückkommen. Und es gibt den synodalen Weg, bei dem ich selber auch eine Leitungsverantwortung mit habe. Ich darf offen bekennen, dass ich auch zu denen gehörte, die rein aus einer theologischen Verantwortung heraus auch diese Idee mal entwickelt haben, als sie dann im Raume gestanden hat. Und ich finde es auch tatsächlich theologisch ausgesprochen inspirierend, sich auf diese synodalen Prozesse einzulassen. Das ist sozusagen hier auch mein Heimspiel, wenn Sie so gestatten. Die Kritik, die es da auch aus Wien gab, habe ich auch wahrgenommen. Und es ist immer gut, ins Nachdenken zu kommen, aber es ist auch nicht alles überzeugend, was an Kritik geäußert wird. Viele haben versucht, zwischen diesem Synodalen Weg und dem deutschen synodalen Weg einen Grundwiderspruch aufzudecken. Das waren meistens solche, die gar nicht wollten, dass es starke Reformen in der katholischen Kirche gibt. In der Zwischenzeit ist meine These, ist diese Unterstellung falsifiziert worden. Es gibt klare Unterschiede, die werde ich auch gleich herausarbeiten, aber es gibt auch starke Gemeinsamkeiten. Insgesamt glaube ich, dass die erste Phase des römischen Prozesses mit dieser Synthese, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sehr viele Türen geöffnet hat. Wir werden dann mal sehen, wie viele von denen noch verschlossen werden. Das Thema heißt Synodalität. Und dieses Thema Synodalität und Synoden ist eines, das nicht einfach
schon sozusagen zum festen Wissensbestand der katholischen Kirche gehört. Vielmehr meine ich, ich kann mich täuschen, bitte widersprechen Sie mir, wenn ich da mich zu weit aus dem Fenster lehne, dass wir nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil selten eine Phase hatte, in der die Frage, wie geht es auch in der Struktur, wie geht es in der Verfassung mit der katholischen Kirche weiter, so intensiv diskutiert worden ist. Das Stichwort heißt Synode, die katholische Kirche, das ist mein erster Teil, entdeckt Synoden, aber sie lernt noch, was das heißt, Synoden zu haben und auf Synoden zu hören. Ich möchte ein zweites Kapitel anschließen, dass Synoden Theologie brauchen, vielleicht auch eine ganz bestimmte Art von Theologie. Die Theologie selber muss sich auf den Prozess der Synodalität neu einstellen. Deswegen wage ich die These, Synoden brauchen Theologie und haben sie noch nicht. Sie sollten sie aber haben und sie können sie haben. Und drittens, das betrifft jetzt mein eigenes Fach, aber es geht nicht nur um interdisziplinäre Argumentationsmuster, sondern es geht um den öffentlichen Charakter der Theologie und damit auch um eine reflektierte Kirchlichkeit der Christologie, der Theologie. Theologie inspiriert Kirche, aber sie muss sich dadurch selbst neu synodal orientieren. Das sind meine drei Argumentationsschritte, die ich mit Ihnen gehen will. Ich hoffe, dass die Teile sozusagen halbwegs ausgewogen sind. Sie brauchen aber nicht nervös zu werden für den ersten Teil, weil es da auch sehr viel um Berichten und Erinnern geht, werde ich im Vergleich die längste Zeit benötigen. Ich habe eine These, die ich an den Anfang stelle und die da lautet, dass die katholische Kirche gegenwärtig noch keine klare Vorstellung hat, wie sie die bischöfliche mit einer synodalen Struktur verbinden soll. Das ist eine jetzt auf den ersten Blick sehr abstrakt klingende, am Ende aber, was das konkrete Leben in der Kirche anbelangt, sehr relevante Art und Weise. Die katholische Kirche ist traditionell bischöflich organisiert. Aber sie soll jetzt, ich werde gleich sagen, warum, eine synodale Struktur entwickeln und wie das eine mit dem anderen zusammengeht, ob das ein Grundwiderspruch ist, wie manche behaupten, oder ob es da eine katholische Symbiose sozusagen, ein Et-Et, ein Und-Und gibt. Sie ahnen, wofür ich bin, das werden wir zu entdecken haben. Meine These ist nämlich, dass sie eine sehr gute Möglichkeit hat, aus ihrer katholischen Grundstruktur heraus eine gute Balance zu finden. Und hier ist die Theologie tatsächlich gefragt. Also schauen wir auf den ersten Punkt. Die katholische Kirche entdeckt Synoden und lernt auch noch, was das heißt, eine synodale Kirche zu sein. Es war tatsächlich Papst Franziskus, der diesen Begriff stark gemacht hat. Gehen wir einen kurzen Moment zurück. Ich bin sicher, weder unter Johannes Paul II. Noch unter Benedikt dem 16. wäre dieses Thema, nämlich die Verfassungsfrage der katholischen Kirche, so deutlich angegangen worden, wie das unter Franziskus der Fall gewesen ist. Da kann man allerdings dann schon von den allerersten Äußerungen her sehen, dass er mit dem Zustand der Kirche nicht einverstanden gewesen ist, weder mit ihrer Fähigkeit in der Welt sozusagen präsent zu sein, noch mit der Art und Weise, wie sie ihr inneres Zusammenleben organisiert. Synodalität ist durch Papst Franziskus ein neuer Begriff der katholischen Theologie geworden. Oder ich sollte vielleicht vorsichtiger formulieren, er wird ein neuer Begriff der katholischen Theologie. Wir hatten in Prag bei der Kontinentalversammlung, wir hatten im Vorfeld der römischen Synode unglaublich starke Verdächtigungen dieses Begriffs der Synodalität, weil eben halt viele in der katholischen Kirche, vielleicht sind es nicht ganz so viele, aber in den sozialen Netzwerken sind sie dann überproportional vertreten, die Auffassung haben, wir brauchen gar nicht dieses Thema
Synodalität. Es gab Attacken zum Beispiel in Prag auf der Kontinentalsynode, vor allen Dingen aus Osteuropa, das muss ich so deutlich sagen, gegen Synodalität. Das ging aber gar nicht gegen den deutschen Synodalweg, sondern es ging ganz klar gegen Papst Franziskus. Es waren übrigens so ungefähr die gleichen Konfrontationen, wie wir sie jetzt auch nach diesem Segenspapier beobachten können. Die katholische Kirche hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das ist eine Initiative Pauls des VI. Gewesen, Synoden gestärkt, überhaupt das Instrument Synode als ein kirchliches Instrument ausgeführt, auf der Weltebene, auf Kontinentalebene, aber diese Synoden als Bischofssynoden gestaltet. Das war das Ergebnis des Zweiten Vatikanischen Konzils insofern, als der Papst gedacht hatte, die Erfahrungen als Bischöfe zusammenzukommen, siehe Zweites Vatikanisches Konzil, sind so gut, dass wir das nicht als eine Eintagsfliege betrachten dürfen, sondern dass wir daraus ein Strukturprinzip der katholischen Kirche machen müssen. Aber nach der Familiensynode 2014-15 und der Jugendsynode 2018, beide von Bischöfen getragen, entstand aus den Diskussionen auf diesen Bischofssynoden selbst heraus, dann aber auch in der Resonanz des Papstes, die Idee, Synodalität zum Thema zu machen, mit dem erklärten Ziel, mehr Beteiligung des Gottesvolkes zu sichern. Ich nehme als Beispiel, es gibt eine Jugendsynode. Es werden Empfehlungen an den Papst beschlossen. Stimmberechtigt, was die Empfehlungen für Jugend anbelangt, sind aber nur, Entschuldigung, ich gehöre selbst dazu, ältere Herren, weil sie qua Amt Bischöfe sind. Es sind Jugendliche dort, die dürfen reden, aber nur zu einem Zeitpunkt, wenn hinter den Kulissen schon die Empfehlungen bearbeitet werden, und ein Stimmrecht haben sie nicht. Das passt nicht zusammen. Und dass das nicht zusammenpasst, ist auch auf der Synode selbst deutlich geworden. Und das ist einer der wichtigen Faktoren. Es gibt andere, die dazu geführt haben, dass in diesem Themensetting jetzt Synodalität auf die Tagesordnung geschrieben worden ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass man diese Entwicklung nicht nur von Rom aus betrachten darf, sondern dass in Rom auch beobachtet wird, was sich weltweit in der Kirche tut. Und dabei zeigte sich, dass es an verschiedenen Stellen in dieser Welt markante Initiativen gab und gibt, Synodalität zu realisieren. Und dabei ragen, Entschuldigung, wenn ich da als Angehöriger eines sehr kleinen Landes mich mit zwei Kontinenten vergleiche, also ich mache das mit den entsprechenden Demutsbezeugungen. Es ist jedenfalls so, dass in Australien, in Lateinamerika und auch in Deutschland Prozesse entwickelt worden sind, die sehr stark beobachtet wurden, häufig kritisch, aber sehr häufig auch unterstützend. Wenn Sie jetzt auf die Weltkarte schauen, zeigt sich, dass in Europa, in Australien und in Lateinamerika dieser Prozess aufbricht. Ja, und dann gibt es durchaus auch noch mal ein römisches Interesse, diese Aufbrüche nicht einfach sozusagen so vor sich hin sich entwickeln zu lassen, sondern sich auch noch mal einzuschalten und nach Möglichkeit sogar, natürlich, so ist man das gewohnt, an die Spitze zu stellen. Durch die aktuelle Weltsynode wird jetzt Synodalität zu einem katholischen Weltthema. Und, meine Damen und Herren, das ist nicht nichts. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Schauen Sie an, wie sich andere Weltorganisationen schwer tun, überhaupt eine, man sagt ja heute, Erzählung zu entwickeln über ihre gegenwärtige Lage, über die wichtigen Aufgaben. Die katholische Kirche ist dazu in der Lage. Davor habe ich großen Respekt. Und die Frage, warum sie dazu in der Lage ist, die braucht eine Antwort. Und meines Erachtens gehört markante Synodalität zu diesen Antworten mit dazu. Schauen wir uns ganz grob
diese drei Hotspots an und vergleichen sie dann mit den Entwicklungen, die es auf der römischen Bühne gegeben hat. In Australien ist 2021 bis 2022 ein sogenanntes Plenarkonzil organisiert worden. Plenarkonzil ist ein Stichwort aus dem Kirchenrecht. Ein Konzil trifft verbindliche Beschlüsse durch Bischöfe, die zu diesem, in diesem Fall jetzt Kontinent gehören. Dieses Plenarkonzil ist anberaumt worden, weil es auch in Australien einen viel beachteten Missbrauchsbericht gegeben hat mit den empörenden Ergebnissen, so wie wir sie in Deutschland auch kennengelernt haben. Das Ziel war dann, soweit ich das war, gelegentlich mit dem Vorsitzenden zusammen, das Ziel war eine umfassende Bestandsaufnahme der katholischen Kirche mit Reformbeschlüssen. Und das war das Besondere, ausgestattet mit erheblichen römischen Dispensen. Man hatte also vorher angemeldet, dass es ein Plenarkonzil geben soll. Man hatte sich die Genehmigung eingeholt. Auch zum Themensetting hatte man sich die Genehmigung eingeholt. Und dann hatte man bestimmte ja, Privilegien in der Entwicklung dieses Konzils sich organisiert. Und das Besondere war darin, dass die Phase der Beratungen ganz stark verstärkt worden sind. Das ist in den Kanonis eines Plenarkonzils eigentlich nicht vorgesehen. Das Ergebnis war dann, dass es zunächst mal überall unter Beteiligung aller sogenannte Deliberation Votes gegeben hatte. Und danach wurde dann abgeschichtet, was Decision Votes der Bischöfe genannt wurde. Zu Decision Votes, also zu Entscheidungen, konnte nur gebracht werden, was vorher eine qualifizierte Mehrheit bei den Deliberation Votes gehabt hatte. Das Ergebnis war, dass die Bischöfe immer dem zugestimmt haben, was das Ergebnis der Deliberation Votes gewesen war, mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme war ein Votum zur Rolle und zur Stärkung der Rolle der Frauen. Diese Ablehnung durch die Bischofskonferenz, vielmehr war es, fehlte die qualifizierte Mehrheit, hat einen solchen Tornado in Australien ausgelöst, dass die Bischöfe klein beigedreht haben, dass dann eine Version 2.0 erarbeitet wurde mit ein paar Kompromissvorschlägen, die dann sowohl die Deliberation Votes als auch die Decision Votes hatten. Also ein interessanter Versuch, formal im Rahmen des Kirchenrechts, de facto weit über die Grenzen der Kanonis hinaus, Synodalität zu organisieren. Heute, das darf ich sagen, sagt der Vorsitzende dieses Ganzen, wir hätten es von Anfang an so wie ihr in Deutschland machen sollen. Ich sage aber das nicht, weil ich ein Rechthaber wäre. Wir haben auch in Deutschland erhebliche Probleme organisiert. In Lateinamerika läuft eine ganz andere Geschichte, teilweise unter kritischer Beobachtung von Rom, letztendlich aber gerade frisch mit dem Gütesiegel des Papstes versehen. Nämlich, Sie kennen dieses Stichwort, lateinamerikanische Bischofskonferenz. Im Vergleich zu Europa ist Lateinamerika weit voran, was die internationale Vernetzung dieses Kontinents anbelangt, Lateinamerika und die Karibik. Diese Bischofskonferenz ist jetzt in den letzten 20, 30 Jahren Schritt für Schritt auf dem Weg gewesen, sich zu einer Kirchenversammlung zu entwickeln. Und das heißt, dass nicht nur Bischöfe zusammenkommen, um zu beraten und zu entscheiden, sondern dass Bischöfe und andere zusammenkommen, um zu beraten und zu entscheiden. Und Sie wissen, dass insbesondere die Ordensleute in Lateinamerika eine herausragende Rolle spielen. Ohne sie würde das ganze pastorale Leben zusammenbrechen. Die Amazonien-Synode, hier bei uns in Deutschland wenigstens, wird ja nur diskutiert,
dass der Papst das Votum zur Aufhebung des Zölibates nicht aufgenommen habe. Aber etwas viel Entscheidenderes hat er aufgenommen, nämlich, dass für Amazonien eine Form synodaler Kirchenleitung konstituiert worden ist, die CERMA, in der mit päpstlicher Lizenz Laien und Bischöfe zusammen Entscheidungen treffen für den Kurs der Kirche. Ganz entscheidendes Thema dort in Amazonien, dass die Indigenen berücksichtigt werden. Auch das ist zu deren Zufriedenheit gelungen. In Deutschland hat die Bischofskonferenz 2019 allerdings eine Entscheidung unabhängig von Rom getroffen. Und das ist meines Erachtens der eigentliche Grund dafür, dass es in Rom nicht sehr viel Liebhaber dieses Weges gibt. Und zwar eine Entscheidung, diesen Weg nicht alleine zu verantworten, sondern mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken zusammen, dessen Vizepräsident ich seit 2 Jahren bin, also der katholischen Stimme in der Zivilgesellschaft, die letztendlich auf die Revolution von 1848 zurückgeht und dann natürlich viele Häutungen durchgenommen hat. Auch das ist mehr oder weniger ein Solitär im weltkirchlichen Maßstab und verschafft auch erhebliche Kommunikationsprobleme, weil eben halt für die katholische Kirche in Deutschland nicht nur die Deutsche Bischofskonferenz spricht, sondern auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sich jedenfalls ein Rederecht zuspricht, das sie auch realisieren. Schauen wir ganz kurz, wie der Verlauf in Deutschland gewesen ist. Die Entscheidung ist eine Entscheidung der Bischofskonferenz. Die Bischofskonferenz hat aus Anlass der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie in Deutschland entschieden, dramatisch für eine Bischofskonferenz. Wir schaffen es nicht alleine, das Problem zu lösen. Wir brauchen eine Partnerorganisation und das sollte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sein. Dort hat es eine eigene intensive Debatte gegeben, ob man sich so intensiv auf innerkirchliche Fragen einlassen will. Schließlich ist es zu einer Verständigung gekommen. 2019 kam dann ein Brief des Papstes Franziskus an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland, in der er sozusagen seine Vorstellung von Synodalität noch einmal entwickelt hat. Der ist sehr, sehr intensiv diskutiert worden, hat auch zu starken Nachsteuerungen in dem Prozess geführt. Trotzdem muss ich leider wahrnehmen, dass der Papst den Eindruck hat, dass wir nicht so richtig wahrgenommen hätten, was er wollte, aber ich habe es bis heute nicht verstanden, worin denn eigentlich das Hauptproblem sein soll. Es gab dann 2019 eine Vorkonferenz in Fulda, in der das ganze Prozedere entwickelt worden ist. Sie haben das dann vielleicht beobachtet. Es gab ja ein gewaltiges, wenigstens in Deutschland, Medieninteresse, 5 Synodalversammlungen in Frankfurt. Jetzt ist, das sollte ganz bewusst etwas runtergekocht werden, 2023 der Synodale Ausschuss gebildet worden. Dem muss allerdings die Deutsche Bischofskonferenz noch zustimmen. Alle Diözesanbischöfe, die da waren, haben aber einstimmig diesem Synodalen Ausschuss und seinem Statut zugestimmt. Es wird dann noch eine 6. Synodalversammlung 2026 in Frankfurt geben, die der Evaluation dient. Und ab 2026, so die Beschlusslage, soll dann ein synodaler Rat gebildet werden. Ob der dann synodaler Rat heißt, das ist nicht so entscheidend. Aber auf jeden Fall soll auch auf der Bundesebene, auf den Bistumsebenen eh Synodalität auf Dauer gestellt werden. Der Verlauf in Rom ist jetzt etwas anders. 2021 gab es eine weltweite Befragung der Bischofskonferenzen. Das ist ein Instrument, das auch schon bei früheren Synoden eingesetzt worden ist, das aber diesmal zu ja, ernsthafteren Ergebnissen geführt hat. Die Intensität der Antworten aus den verschiedenen Ländern rund um den Globus war sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel massive Differenzen zwischen einzelnen Diözesen, die dieses Thema wirklich angenommen haben, und andere, die das mehr so mit der linken Hand
bearbeitet haben. 2022 sind dann die Berichte zusammengefasst worden. Es gab Kontinentalsynoden im Frühjahr 23. Es gab ein Instrumentum Laboris, also ein Arbeitsinstrument im Sommer 2023. Das muss ich schon mal zur Klärung sagen. Für mich war das Synode Nummer 4. Als ich das Instrumentum Laboris gelesen habe, habe ich mir die Augen gerieben. Denn die bisherigen Vorbereitungsdokumente waren immer eigentlich schon die knappen Zusammenfassungen, die dann vielleicht noch mal ein wenig verändert werden konnten. Hier aber hat dieses Instrumentum Laboris tatsächlich etwas zu arbeiten aufgegeben. Es gab nämlich nicht nur Thesen, sondern es gab auch Fragen und es gab geradezu Arbeitsblätter. Ich gestehe, ich habe es am Anfang nicht ganz ernst genommen, habe dann aber schnell gelernt, dass das tatsächlich ernst gemeint gewesen ist und auch die Entscheidung dann nicht nur eine Generalversammlung von immerhin 4 Wochen, ist ja auch unglaublich, sondern zwei darzustellen, soll diesen Arbeitsprozess zeigen. Und meine Analyse ist, man hatte verstanden, dass die katholische Kirche letztendlich nicht gut vorbereitet gewesen ist, um Synodalität zu buchstabieren. Das ist jetzt aber gelungen. Es hat dann die Generalversammlung im Oktober gegeben mit diesen runden Tischen, alphabetische Ordnung nach Sprachgruppen. Alphabetische Ordnung hatten wir bei der Synodalversammlung in Frankfurt auch. Kein Kommentar, wer da das Urheberrecht hatte. Das Wichtige bei uns in Frankfurt, für uns in Frankfurt war uns, wir wollten keine Fraktionen bilden. Da die Bischöfe, da die Ordensleute, da die ZTK, sondern wir wollten sagen, wir sind die katholische Kirche in Deutschland mit unterschiedlichen Aufgaben und Rollen, aber wir haben hier eine gemeinsame Verantwortung. Das haben wir übrigens in Deutschland nur deswegen nicht an runden Tischen organisiert, weil es nämlich schon eine Vorgänger Funktion gegeben hatte, mehrere Jahre im Heute-Glauben. Da hatten sich dann runde Tische gebildet und keiner wollte mehr runde Tische, weil dann nämlich nur geredet wurde und man dann mit schön, dass wir geredet haben, auseinandergegangen ist. Ansonsten hätte man also die gleiche Ästhetik hier entwickelt. Dieses Bild hier mit den Tischgruppen ist letztendlich aus den Kontinentalversammlungen in Lateinamerika und Asien entwickelt worden. Das war eine hervorragende Idee. Es ist dann ein Zwischenbericht erstellt worden mit einer massiven Mehrheit. Ja, da war ich auch froh, weil es unglaublich harte Hürden gegeben hatte. Jeder einzelne Absatz musste eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Das ist nicht nichts und da steht einiges drin. Wir kommen noch drauf. Jetzt sind wir in der Phase einer dezentralen Rezeption und Reflexion und wieder erkenne ich, dass manche Länder, Deutschland leider auch, schier überrascht scheinen, dass sie jetzt noch mal mit dem Ball etwas anfangen sollen, der ins Feld zurückgespielt wird. Das war ja klar, dass das kommen sollte. Da konnte man sich auch darauf vorbereitet haben. Im Herbst 2024, wir sind sehr gespannt, wird es dann die zweite Generalversammlung geben. Da müssen dann tatsächlich auch Beschlüsse gefasst werden. Beschlüsse einer Weltsynode sind aber nur Empfehlungen an den Papst. Diese Vorschläge müssen dann gebündelt werden und dann wird daraus, ich weiß nicht wann, ein postsynodales Schreiben gemacht, das jetzt festhält, was im Sinne auch des Papstes ist. Die weltweite Befragung der Ortskirchen hat, das ist jetzt meine Analyse, drei Fragen fokussiert. Erste Frage, wie kann der Klerikalismus in der katholischen Kirche überwunden werden? Das war Stichwort Problemanzeige Nummer 1. In Paraguay und in Indonesien und in Polen und auf den Philippinen, also rund um die Welt mit sehr unterschiedlichen Konstellationen noch. Ich will jetzt aber immer gleich sozusagen nochmal einen Gegenakzent setzen, um die Aufgabe zu markieren. Aber das Bischofsamt soll nicht beschädigt werden. Klerikalismus überwinden, ohne das Bischofsamt zu beschädigen. Zweitens, das war mit Klerikalismus immer verbunden, Ost-West-Nord-Süd, ein Aufschrei, welche Rechte Frauen haben, vielmehr welche Rechte ihnen versagt werden. Für mich ist das ein klares Indiz dafür,
dass wir weltweit, nicht zuletzt durch die Orden, eine starke Bildungsentwicklung in der katholischen Kirche haben, dass auf einmal Kompetenzen, was Theologie und Kirche anbelangt, was Pastoral anbelangt, nicht mehr nur bei den geweihten Häuptern ist, sondern sich breit entwickelt und Frauen dort eine herausragende Rolle spielen. Allerdings wird darauf geachtet, dass die sakramentale Grundstruktur der Kirche nicht in Frage gestellt werden soll. Und Sie ahnen natürlich, dass es dann um die Frage Diakonat für Frauen und Presbyterat für Frauen gehen soll. Und drittens, wie kann die katholische Kirche eine inklusive Kirche sein, ohne die Ethik des Evangeliums zu schwächen? Und hinter dieser etwas abstrakten Formulierung verbirgt sich genau die Debatte, die wir jetzt auch gerade über die Frage Homosexualität und Segnungen von Paaren in irregulären Beziehungen beobachten können. Diese Fragen, bitte nehmen Sie mir ab, dass ich versuche, kein Rechthaber zu sein und kein Besserwisser, aber sind nicht so weit von den Themen des synodalen Weges in Deutschland entfernt, als da sind Macht- und Gewaltenteilung, Priesterrolle, Frauenrechte und Sexualethik. Ja, also keiner sage, dass man sich auf dem synodalen Weg in Deutschland nur mit Spezialthemen aus Deutschland beschäftigen würde. Jede Lektüre dieser römischen Weltsynodentexte, deswegen machen die ja auch viele so nervös, zeigt das Gegenteil. Allerdings, ein Thema zu markieren, heißt natürlich noch nicht in der Problemstellung, gar in der Lösung einig zu sein. Und da finden jetzt die gegenwärtig starke Auseinandersetzungen statt. Die Vorbereitung auf die Generalversammlung jetzt im Herbst, die dann also auch dezentral weitergespiegelt werden soll, markiert nur noch zwei Fragen. Ich zitiere: Erstens, wie kann die differenzierte Mitverantwortung aller Mitglieder des Volkes Gottes für die Sendung der Kirche gestärkt werden? Und zweitens, wie können die Beziehungen kreativ gestaltet werden, um ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den Dimensionen der Kirche als Ganzes und ihren lokalen Wurzeln zu finden? Bitte, das ist die Sprache dieser Dokumente. Ich meine, dass zwei Fragestellungen hier fokussiert werden. Das eine ist Partizipation. Die Frage lautet, wie kann die Mitverantwortung aller Mitglieder gestärkt werden? Die Frage lautet nicht, wie kann die Heiligkeit des Bischofsamtes verteidigt werden? Die Frage lautet nicht, wie können wir mehr Rom folgen, zweitens, sondern die Frage lautet, wie kann ein Gleichgewicht zwischen der universalen Kirche und den lokalen Kirchen hergestellt werden? Also Stichwort Partizipation, Stichwort dezentrale Organisation. Ich meine, dass diese Fokussierung auch tatsächlich aufgreift, was auf der Synode besprochen worden ist. Die Fragen sind auf das Thema Synodalität konzentriert. Das sind zwei zentrale Aspekte, die auch markiert worden sind. Sie erfassen die beiden ersten Problemanzeigen, allerdings nicht die dritte. Und Fiducia Supplicans zeigt ja, dass man da aber nicht sprachlos bleiben will, sondern dass man dann sozusagen mit päpstlichen Interventionen eingeht. Jetzt könnte ich den ganzen Rest des Abends über dieses Schreiben verbringen, aber das werde ich jetzt nicht tun, sondern wir bleiben bei unserem Thema. Die starke synodale Entwicklung hat ebenso wie die starken Auseinandersetzungen der katholischen Kirche meines Erachtens einen theologischen Grund. Weltweit kommt nämlich Unruhe auf, die sich rund um das Bischofsamt ausbreitet. Einerseits gehört nämlich das Bischofsamt zur DNA der katholischen Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Stellung der Bischöfe enorm gestärkt. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ein großes Verdienst, nämlich nicht nur mehr auf den Papst fixiert zu sein, wie das beim Ersten Vatikanischen Konzil der Fall war. Sie hat die Kollegialität der Bischöfe betont, damit auch die Internationalität der katholischen Kirche. Aber sie hat gleichzeitig die Bedeutung der Bischöfe, ich habe es mal hier formuliert, als Herren der Kirche vor Ort gestärkt. Und das hat das Kirchenrecht von 1983 untermauert. Jetzt zeigt sich aber,
dass das Bischofsamt in einer tiefen Krise steckt, wie nicht nur der systemische Missbrauch zeigt. Wenn zum Beispiel 2018 alle Mitglieder der Bischofskonferenz in Chile wegen Amtsversagens in den Missbrauchsthematiken ihren Rücktritt beim Papst eingereicht haben, dann darf man darüber nicht hinweggehen. Wir haben eine, das ist meine Wertung, darüber können wir sprechen, eine Übersteigerung der Bedeutung des Bischofsamtes. Diese Übersteigerung führt zu einer Überforderung. Insider wissen, dass 30 bis 50% derjenigen, die Bischöfe werden sollen, es ablehnen, weil sie mit dem Amt hadern. Diese Überforderung behindert Partizipation, Transparenz, Kontrolle. Neue Kompetenzen, die weltweit entstehen, werden nicht aufgenommen. Frauen werden aufgrund ihres Geschlechtes zurückgesetzt. Das ist ein tiefer Schatten, den diese Konzentration auf das Bischofsamt wirft. Und es ist eine Analyse, die nicht nur durch den Missbrauchsbericht in Deutschland bestätigt wird, sondern auch letztendlich durch den australischen, durch Irland, durch die USA. Wir könnten sozusagen durch die Welt reichen. Das Thema ist also dramatisch. Ja, ohne Bischöfe gibt es keine katholische Kirche. Mit den Bischöfen kommt sie in ein riesiges Problem. Die Paradoxie, die Krise, die durch das Bischofsamt ausgelöst wird, kann sich nur mit reformwilligen und fähigen Bischöfen lösen lassen. Das katholische Modell lässt sich nochmal kurz ökumenisch kennzeichnen. Römisch-katholische Synoden werden immer Synoden mit Bischöfen, immer mit dem Papst sein, nicht ohne sie, geschweige denn gegen sie. Die Orthodoxie kennt Bischofssynoden als Instrumente der Kirchenleitung, aber kein Papstamt und auch keine geklärte Beteiligung des Kirchenvolkes. In den katholischen Kirchen des Ostens ist auch diese Beteiligungsfrage offen. Der Protestantismus kennt Synoden als Organe der Kirchenleitung, die von gewählten Delegierten verschiedener Gruppen und Gemeinden gebildet werden. Es gibt keinen Papst. Im Protestantismus ist es aber offen, welche Rolle die evangelischen Bischöfinnen und Bischöfe spielen. Zitiere jetzt nicht meine eigenen Beobachtungen, sondern die Analyse von evangelischen Protestanten. In Protagonisten, wollte ich sagen. In der römisch-katholischen Konstellation liegt die große Chance, den Glaubenssinn des Volkes Gottes, der nicht nur reagiert, sondern wie Franziskus das ausgedrückt hat, einen Spürsinn hat, mit der Leitungsaufgabe der Bischöfe zu verbinden, die sich weniger denn je als kirchliche Monarchen sehen dürfen. Es stellt sich die Verfassungsfrage, sie braucht eine Antwort um der Sendung der Kirche. Soweit mein erster Punkt. Jetzt mein zweiter, deutlich kürzer. Synoden brauchen Theologie und haben sie noch nicht. Die katholische Kirche hat an sich eine sehr gute Möglichkeit, sogenannte Orte zu markieren und zu verbinden, an denen Glaubenserkenntnisse, Glaubensmotivationen und Glaubensorientierungen entstehen. Für den synodalen Weg in Deutschland haben wir das mal in dem sogenannten Orientierungstext aufgeschrieben. Die Heilige Schrift, die Tradition, die Zeichen der Zeit, der Glaubenssinn des Volkes Gottes, das Lehramt und die Theologie selbst. Die Pointe dieses Orientierungstextes, und deswegen regen sich manche auch darüber auf, ist die kommunikative Verschaltung. Nicht die Pyramide mit dem Lehramt an der Spitze ist das Bild, sondern das Fischernetz vom See Genezareth mit vielen Knoten, die einen Zusammenhang fassen und damit sozusagen auch die katholische Kirche reflexionsfähig sind. Das kommt jetzt nicht ganz von ungefähr, weil nämlich die Aufgabe der Theologie, wie sie im Orientierungstext beschrieben wird, ziemlich so strukturiert ist, wie sie auch in einem Dokument der Internationalen Theologischen Kommission des Vatikans 2012 grundgelegt worden ist. Ich gehe mal diese verschiedenen Topoi durch unter dem Aspekt, was die Theologie macht, und bitte um Nachsicht, dass ich das jetzt nur schlaglichtartig machen kann. Die Heilige Schrift muss ausgelegt werden, sonst landen wir im Fundamentalismus. Sie wird ausgelegt durch Theologie. Die Tradition ist nicht starr, sondern dynamisch. Man muss, um im Jargon zu
bleiben, zwischen den Traditionen und der Tradition unterscheiden. Das setzt theologische Arbeit voraus. Die Zeichen der Zeit müssen gedeutet werden. Das setzt Expertise voraus. Ohne Theologie geht das nicht. Theologie ist nicht die einzige, die hier eine Rolle spielt, aber sie hat eine wichtige Rolle. Der Glaubenssinn des Gottesvolkes muss geachtet werden. Er muss zur Sprache kommen. Das Lehramt muss beraten sein. Also mein Spruch, Entschuldigung, ist immer: erst lernen, dann lehren. Ja, dazu muss es Instanzen geben. Und die Theologie selbst stellt sich unter das Wort Gottes in der Heiligen Schrift, anerkennt die Prägekraft der Tradition, lernt im zeitgenössischen Diskurs, hört auf Volkes Stimme, aber nicht nur die Mehrheit, respektiert das Lehramt und reflektiert sich als Wissenschaft. Ist es vielleicht jetzt ein bisschen idealistisch dargestellt? Nehmen Sie es mal als Zielvorstellung. Und das versuche ich jetzt auf Synoden zu beziehen. Synoden sind auf Theologie angewiesen, auf Theologie, die in der Lage ist, die gewachsenen Strukturen der katholischen Kirche zu analysieren. Und Herr Leser hat es in der Einleitung schon gesagt, Alternativen in den Beziehungen zwischen Bischofsamt und Kirchenvolk zu denken, die synodal genannt und rechtlich gesichert werden können. Also sozusagen eine Denkfabrik, die jetzt aber nicht aus sich selbst heraus Entscheidungen trifft, sondern Möglichkeiten begründet. Die Begründungen sind entscheidend. Die Stimmen auf einer Synode wahrzunehmen, einzuordnen, zu gewichten, Vergessenes, Verdrehtes, Verkanntes zu benennen, Überraschendes nicht zu verdrängen, Gemeinsames herauszuarbeiten, Unterschiede zu gewichten, Lösungsansätze zu identifizieren. Das exakt war die Aufgabe dieser 28 Expertinnen und Experten. Ich habe mal ein Bild aus einem Beratungsraum mit gebracht. So karg geht das in den angeblich heiligen Hallen des Vatikan tatsächlich zu. Eine von vielen, 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 vielen Besprechungen in verschiedenen Sprachen, die dann immer sozusagen die Aufgabe hatten, zu reflektieren, was gelaufen ist und vorzubereiten, was passieren könnte. Es sind nämlich dann aus dieser Gruppe heraus die Vorlagen geschrieben worden, über die man die Synode abstimmen konnte. Es ist die Synodalleitung beraten worden. Die Theologie hat hier kein eigenes Stimmrecht. Sie arbeitet aber dafür, dass in der Synode qualifiziert beraten und entschieden wird. Die Fachtheologie fordert und fördert die theologische Kompetenz aller Synodalen, nicht nur der Bischöfe, sondern auch der Delegierten aus dem Gottesvolk. Allerdings, das darf ich sagen, es wird auch viel geredet, es wird auch viel wiederholt, es wird auch tatsächlich sozusagen manchmal nur so dahin geredet, und davon darf man sich nicht überwältigen lassen. Aber es muss natürlich auch auf der Gegenseite so sein, dass die Theologie ihren Ort in den in den Synoden deutlich bestimmt. Beim weltweiten Synodalprozess gibt es eine Gruppe von nicht ganz 30 Personen aus Theologie und ganz wichtig Kirchenrecht, die von der weltweiten Befragung an bis zur zweiten Generalversammlung in unterschiedlichen Intensitäten den Prozess begleitet haben. Auf dem synodalen Weg in Deutschland war die Fachtheologie unterschiedlich vertreten. Einige wenige als stimmberechtigte Delegierte, gewählt vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder benannt vom katholischen Fakultätentag oder berufen von den Trägerorganisationen Deutsche Bischofskonferenz und Zentralkomitee. Das ist eben halt dann sozusagen die Satzung gewesen und ich bin eben halt einer von diesen stimmberechtigten Delegierten. Und zusätzlich gab es aber eine ganze Reihe von weiteren Kolleginnen und Kollegen, übrigens dann nicht nur aus der Theologie, sondern auch aus anderen Wissenschaften, die zur Beratung in den Foren zu diesen vier Themen berufen worden sind und sich dort intensiv eingebracht haben. Dann gibt es schließlich die Theologie, die sozusagen nicht Teil des Prozesses ist, sondern synodale Wege in Deutschland und weltweit beobachtet und begleitet, kritisch beobachtet und begleitet und deswegen ganz wichtig ist, weil mögliche oder tatsächliche Schwächen
aber auch Stärken und Möglichkeiten intensiviert werden. Das geschieht in unterschiedlicher Dringlichkeit und Dichte und Qualität, aber das ist das übliche Geschäft. Synoden sind auf Theologie angewiesen. Ich habe einfach ein Bild von meinem Arbeitsplatz in die Synodenaula. Wir waren natürlich auf der Seite am Katzentisch untergebracht und konnten allerdings auch viel beobachten. Weil noch Unsicherheit herrscht, welche Autorität Synoden im Blick auf Martyria, Diakonia, Liturgia haben, ist auch noch nicht geklärt, wie die Theologie konstruktiv in Synoden mitwirken kann. Das ist sozusagen Learning by Doing. Es braucht auch meines Erachtens für diese weltweiten synodalen Wege gar kein Anhaltsmodell zu geben, aber dass es gute Theologie braucht, um sprachfähig zu werden, das ist eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass Synoden Relevanz und Gewicht gewinnen. Nochmal, das ist etwas Neues in der Systemgestalt der katholischen Kirche. Rollenklarheit ist gefragt, Verbindlichkeit der Kommunikation, auch internationale Vernetzung und argumentative Überzeugungskraft. Ich höre immer, am Ende hängt es nicht an Argumenten, mag sein, aber ohne Argumente hängt alles in der Luft. Ein letzter Punkt: Theologie inspiriert Kirche und muss sich selbst synodal neu orientieren. Bitte um Nachsicht, wenn ich jetzt diese PowerPoint-Präsentation immer auch als einen kleinen Werbeblock gestalte, aber Sie sollten ja wissen, woher ich sozusagen komme. Ich hatte 2022 einmal sozusagen aufgeschrieben, aus einer dezidiert biblischen Perspektive heraus, wie Synodalität in der katholischen Kirche eigentlich gedacht und entwickelt werden kann. Ich fasse jetzt aber nicht das Buch zusammen, sondern versuche sozusagen gezielt auf die Fragestellung Ihres Kurses einzugehen. Die Theologie hat eine Bringschuld als Wissenschaft, und zwar einerseits in der Universität, in der Welt der Wissenschaft, aber auch andererseits in der Kirche. Sie kann diese Schuld nur abtragen, wenn sie sowohl im wissenschaftlichen Diskurs als auch im kirchlichen Gespräch lernfähig und lehrfähig ist, forschungsstark und öffentlich präsent. Für Theologie ist Öffentlichkeit ein Bewegungsort, aber auch ein Entdeckungsort, Relevanz zu reflektieren, Prozesse zu reflektieren, das ist der Ernstfall von Theologie. Das denken keineswegs alle, die in der Theologie unterwegs sind, aber wenigstens für Deutschland kann ich das sagen. Dieser synodale Weg war auch ein unglaublicher Treiber, um die Verbindung von Theologie und Kirche zu stärken, weil auf einmal deutlich war, dass die Theologie durchaus gefragt ist. Sie muss sich aber auch einmischen. Synoden werfen als Formate und Prozesse eine Fülle neuer Fragen auf, die ohne relevante Theologie, natürlich jetzt nicht nur der heutigen Generation, gar nicht entstanden wäre, die aber auch die Theologie fordern, zu liefern, was Synoden brauchen, nämlich konzeptionelle Klarheit, kohärente Beratungen und konsequente Entscheidungen. Und jetzt möchte ich Ihre Geduld nochmal abschließend in Anspruch nehmen, indem ich mal die verschiedenen theologischen Disziplinen, Hauptdisziplinen durchgehe. Die Exegese zum Beispiel kann zeigen, muss zeigen, dass von Anfang an eine breite Beteiligung des Kirchenvolkes ebenso typisch ist wie eine Leitungsaufgabe, die grundlegend diejenigen der Apostel und Presbyter ist. Paradebeispiel das sogenannte Apostelkonzil. Die Exegese hat die inspirierende Grundbedeutung von Leitbegriffen zu rekonstruieren. Was heißt eigentlich Weg, Gemeinschaft, Gottesvolk, Glaube, Evangelium, Dienst? Da kann man nicht einfach sagen, ich habe doch den wegweisenden Aufsatz vor 20 Jahren schon geschrieben oder liest doch im Lexikon für Theologie und Kirche nach. Nein, 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 die Frage ist jetzt eine andere. Die Blickweisen sind andere, die Herausforderungen sind andere. Also muss auch neu buchstabiert werden. Und die Exegese hat die Inanspruchnahme von Bibeltexten zur Herrschaftslegitimation in der Kirche zu kritisieren, auch von denen, die vielleicht eine neue Herrschaft übernehmen wollen. Sie unterscheidet Schrift und Tradition und bringt dadurch Orientierungswissen in die Kirche ein. Die Kirchengeschichte zeigt auf, wie sich unter ganz stark gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen immer verschiedene Formen von Synoden herausgebildet haben, was dann zur Frage
führt, was heißt denn Synode im Jahr 2024 fortfolgende? Sie analysiert, dass Synoden lange Zeit Einflusszonen der Politik auf die Kirche gewesen sind und dass die kirchliche Unabhängigkeit seit der Aufklärung durch die Konzentration auf das kirchliche Amt gesichert werden sollte. Sie rekonstruiert aber auch, wie sich die Beteiligungserwartungen des Kirchenvolkes, die Herrschaftsansprüche der Hierarchie, die Prozesse von Reformen herausgebildet haben, die erfolgreich gewesen sind oder erfolglos gewesen sind. Das sind keine Rezepte, aber es ist reflektiertes Wissen, auf das man zurückgreifen kann. Die Systematik klärt auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie die Communio der Bischöfe untereinander und mit dem Papst, Sie merken, dass ich jetzt hier ein bisschen gedrechselt formuliere, so ausgestaltet werden kann, dass, und das wäre jetzt das Neue, die Verwurzelung des Bischofsamtes im Kirchenvolk gestärkt wird. An sich hat das Zweite Vatikanische Konzil mit Lumen Gentium richtig angesetzt, bei einer Ekklesiologie des Volkes Gottes, aber dann doch so getan, als ob nicht sozusagen das Bischofsamt aus der Kirche als Ganze herauswächst, sondern als ob die Kirche sozusagen eine Funktion des Papstes und des Bischofsamtes ist. Die Systematik hat ein ganz zentrales Thema zwischen dem sakramentalen Heiligungsdienst, um dessen Willen es eine sakramentale Ordination braucht, auf der einen Seite, und ich habe es jetzt mal bewusst so ausgedrückt, dem Kirchenreglement, also der Art und Weise, wie die Kirche geleitet wird, zu unterscheiden. Es gilt nicht darum, beides auseinander zu reißen. Aber dieser Monopolismus, der sich letztendlich die Monarchie als Vorbild nimmt, das ist nicht der Grundansatz katholischer Kirchenlehre. Und sie arbeitet heraus, wie der Glaubenssinn des Gottesvolkes in einer synodal geöffneten Theologie der Gemeinschaft, Communio-Ekklesiologie, relevant werden kann. Das ist er nämlich jetzt nicht. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht vom priesterlichen, königlichen, prophetischen Amt, dass alle Gläubigen teilen, aber welche Konsequenzen das hat, wie sich das ausdrückt, das ist nicht hinreichend reflektiert worden. Und schließlich möchte ich das Kirchenrecht nennen, das nämlich klarstellt, welche realen Mitwirkungsmöglichkeiten es bereits nach geltendem Recht gibt und wie sie verwirklicht werden können. Und da muss man einfach sagen, das ist unglaublich starke Ungleichzeitigkeiten in der katholischen Kirche gibt zwischen Süd und Ost, Nord und West. Die Kanonistik sollte, das ist jetzt der Wunsch des Exegeten, die geltenden Regeln doch einmal bitte anhand übergreifender Rechtsprinzipien überprüfen. Ich höre dann immer, die Dogmatik muss sich ändern, dann können wir uns auch ändern. Ja, aber das Rechtsdenken selbst, also zum Beispiel Grundrechte, die aus der Taufe folgen, müsste doch auch eine Konsequenz haben. Vor allen Dingen aber, ich möchte ja versöhnlich und positiv sein, markiert das Kirchenrecht, an welchen Stellen das Recht geändert werden muss, damit Synodalität im Sinne von Partizipation, Subsidiarität auch tatsächlich umfassend garantiert sind. Schließen wir ab, eine Theologie, die sich synodal neu orientiert, verwirklicht unter den Bedingungen der Gegenwart ihre Kirchlichkeit. Sie beweist zugleich ihre politische und soziale Relevanz, weil sie die Kirche als starken Faktor gesellschaftlichen Zusammenhalts, aber auch sozialer Vielfalt, internationaler Solidarität in demokratischen Rechtsstaaten stärkt. Ich könnte das jetzt auch für diktatorische Systeme weiterführen. Auch dort hilft Synodalität, um sozusagen die Unabhängigkeit, die Religionsfreiheit, die bedroht ist, zu organisieren. Denn in Unrechtsregimes kann sie die Kirche als Hort der Freiheit und als Anwältin der Gerechtigkeit qualifizieren. Das ist wichtig. Also wenn man sich anschaut, welche starke Rolle diese starke Minderheit der katholischen Kirche etwa in Hongkong bei der Demokratiebewegung gespielt hat, dann sieht man dort viele Möglichkeiten. In der Welt der Wissenschaft gewinnt die Theologie dann an Wert, wenn sie unabhängig bleibt, aber sich als relevant erweist, und zwar nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs, sondern Wirkung erzielt in der Gesellschaft und in einer starken gesellschaftlich relevanten Gruppe, nämlich der Kirche. In der Kirche selbst hat die
Theologie nichts zu entscheiden. Das gehört meines Erachtens zur Stärke des katholischen Kirchenbildes, dass da mit unterschiedlichen Aufgaben gearbeitet wird. Sie macht aber dann aus der Schwäche eine Stärke, wenn sie uneigennützig die Kompetenz im Volk Gottes fördert, Bischöfe selbstverständlich eingeschlossen. Ja, und wie effektiv dieser Einsatz ist, meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, das wird sich zeigen. Es wird am Ende nicht nur an der Theologie liegen. Ich bin sicher, dass es gute Theologie braucht, die ein treibender Faktor ist. Es wird nicht ohne Bischöfe gehen, die bereit sind, sich dieser Herausforderung zu stellen. Aber entscheidend wird sein, ob vom Kirchenvolk selbst her diese Bewegung getragen und gestärkt wird. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.